eine Frau überhaupt nicht versagen. Im schlimmsten Fall wird sie Hausfrau. Ich bin Hausfrau. Bin ich für dich ein schlimmer Fall? Hör zu, Liebling. Nein, jetzt hörst du mir zu. Der große Jack hört jetzt seiner Frau zu. Als mir mein Vater die Firma hinterließ, war es meine Idee, für das Geld vom Haus Lastwagen anzuschaffen. Halt mir das nicht immer wieder vor, Margaret. Und noch was. Als wir damals geheiratet haben, Jack, hatten wir nichts. Weit und breit, kein Fallschirm. Die Firma hat heute Probleme, weil du an Größenwahn leidest, Jack. Und das weißt du ganz genau. Die teuren Schlitten, das Haus, dieser gigantische Palast. Wozu? Wir sind allein, wir brauchen das nicht. Ich wollte eine Familie. Darunter habe ich genug zu leiden, Tag für Tag. Aber weißt du, was mir am meisten wehtut? Dass es eine andere Frau gibt, die dir etwas bedeutet und du nicht Manns genug bist, mit mir darüber zu sprechen. Hörst du mir zu? Das ist doch verrückt. Ich weiß zufällig von deinem kleinen 5-Tage-Trip nach Puerto Rico. Dein dämliches Reisebüro hat mich angerufen, um die Reservierung zu bestätigen. Jack, ich weiß Bescheid über deine kleine Freundin Debbie. Debbie? Die arbeitet bei mir. Nein, Jack, die arbeitet auf dir. Jetzt reicht's aber. Die Firma läuft auf meinen Namen. Wenn wir uns scheiden lassen, kriegst du nicht einen Penny. Du lässt dich nicht von mir scheiden. Oh doch. Ich überlasse dich ganz deiner Debbie und ihren Plastiktitten. Ihre Titten sind nicht aus Plastik. Spar dir deine frechen Bemerkungen. Gib einfach nur zu, dass du mich betrogen hast und in Debbie verliebt bist. Ich liebe dich.